Hallo, jetzt geht's weiter mit The Ghost Train. Und zwar beim letzten Mal ist passiert, dass wir gestorben sind. Und jetzt in Kisaragi am Bahnhof stehen. Wo wir jetzt rumlaufen können, trotz Töte. Siehst du, dass der alte Mann, der uns schon mal so gut geholfen hat, also sprechen wir ihn an, den Mann. Looks like you made it. This isn't the place for you. You're gonna need a ride home. But I don't have a home. Don't worry, just call home now. They should know where to pick you up. Call them now, before you get lost in the tracks. Okay, also ich muss ein Telefon suchen. Das ist wie in der Matrix. Man kann nach Hause telefonieren. Was ist das hier? Briefkasten? Ist das ein Telefonautomat? Dabei, okay. Ist hier auf dem Bahnsteig 1? Auch nicht wirklich, ne? Nee. Ist auf der anderen Seite 1. Wie komme ich da hin? You're gonna need a ride home. Call home. They should know where to pick you up. Vorne geht's raus. Okay. Vielleicht ist da eine Telefonzelle. Na gut, dann ist ja wahrscheinlich der einzige Weg hier, über diese Gleise zu laufen. This phone booth only accepts 10 and 100 yen coins.
have 10 yen and a 50 yen coin. Seems like I've only got one chance. That no one would answer, but I have to follow what Mr. Shimizu told me. Yes, hello? What? I can't believe someone answered. Who could it be? Hello, who is this? This voice. I know this voice. There's no doubt about it. It's my wife. How could this be? I called this number many times, hoping that someone would answer, but no one ever would. Excuse me, I should hurry. I only got a few seconds until my minute is up. Aiko, when did you come home? I've been looking for you ever since you left. It's hard holding back my tears. However, now's not the time. Kensuke, where are you? Kisaragi, I'm at Kisaragi. Kisaragi Station? No, don't tell me. What do you mean? What did I do? So, you too. I know exactly where you are. Stay right there. I'll be there soon. Okay. Ich bin home. Also soll ich jetzt hier warten, ja? Dann warten wir halt hier. Ist vielleicht meine Frau auch tot? Und hier sind wir wieder vereint. Nachleben. Oder soll ich wieder zurückgehen? Ich meine, sie wird ja hoffentlich wissen, wo das Telefon ist, oder? Ich meine, ich würde es hier nicht vermuten. Irgendwie das blöde Mikro. Das blöde Mikro geht immer selbsttätig nach unten. Riveting Gameplay. I couldn't believe my eyes. It was my wife's car. She hasn't changed. I took her into my arms and cried. I'm glad, she whispered, patting my back. I held her hand and got into the car. You're here too early, she said as we were driving. I didn't know what she meant by that, but that didn't matter. All that mattered was that I got to see her again. We didn't have much of a conversation during the ride. There was so much to ask, yet there wasn't much to be said. I was happy enough to have her presence next to me, and rather soon we arrived at my place. She dropped me off and unlocked the door to my apartment. And just as I looked back, excited to invite her in, she was gone. Without making a single sound. She had disappeared. Today I live a normal life as a salaryman again, wandering every night
if I'll ever be able to meet my wife again. Okay, also scheinbar nicht beide tot, sondern nur die Frau. Und wir sind durch den Geisterzug irgendwie auf so eine metaphysische Ebene gekommen, die halt der Bahnhof ist in Kisaragi. Und unsere Frau, unsere verstorbene Frau, als hilfreicher Geist konnte uns quasi, wie sagt man, nach Hause retten. Jo. Es war jetzt auch nicht so gruselig, muss ich zugeben. Ich glaube, da hat mich der Supermarkt hat mich an einigen Stellen ein bisschen mehr erschreckt. Jo. Aber ja, war ganz nett gemacht hier. Auch, dass man mal ein bisschen was von dem Bahnhofsgebäude sehen kann am letzten Tag. Interessant. Und das Ganze hat ja ein Ende immerhin. Sie fragen, ob es andere Enden gibt. Das muss ich mal googeln. Dann würde das eventuell Sinn machen, das nochmal zu spielen. Aber die Rätsel waren ja eigentlich alle ziemlich geradlinig. Und ich glaube nicht, dass da viel spielerische Varietät ist. Vielleicht könnte man am Ende noch andere Wörter angeben oder vielleicht muss man auch nicht an dieser Station rauskommen, wenn ich dafür ein Achievement bekommen habe. Je nachdem, also der Convenience Store hatte 5 Achievements insgesamt. Ich weiß nicht, wie viel dieses jetzt hier hat. Wenn es ein paar mehr sind, vielleicht gibt es dann noch andere Story-Verzweigungen. Ansonsten macht es eigentlich nicht viel Sinn, das nochmal zu spielen und aufzunehmen, aber ich werde mich mal belesen und ansonsten geht es an dieser Stelle beim nächsten Mal dann mit was anderem weiter. Okay, wenn euch dieses Video gefallen hat, drückt die Glocke und liked das Video und subscribe dem Kanal und empfehlt es weiter. Okay, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Das ist wunderbar, synchronisiert mit dem Ende vom Abspann. Ciao.